Wie kann man, ey, welche Völker machen wir? Komm, lass die Bajuwaren machen. Und, wir müssen die Völker irgendwie anders machen. Weißt du was? Da braucht die Schweinezucht Bier. Oder? Weil Bier schinken, ne? Weil, lass mal da Bier hinliefern. Also, wir haben schon in der Siedlergeschichte, wir haben schon alles gehabt, ne? Eigentlich kann es Ubisoft doch gar nicht verkacken. Wir haben schon alles gehabt. Ja, es gibt auch jemanden, der das Siedler in das neue alte von 2019 in der Unreal Engine nachbaut, ja, und das ist sogar lauffähig, geilerweise. Demnächst dann auch die Ubisoft-Anwälte vor seiner Tür. Jetzt ist mein Handy-Akku dann leer, ne? Also heute hat man es erst echt geschafft mit YouTube-Kommentaren. Ich kriege ja dann immer eine Meldung. Bing, 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 bing. Jetzt muss der Akku jetzt leer geht. Krass, hatte ich auch noch nie. Nicht mal ansatzweise. Für mich die Leute hassen. Nur weil ich, nicht wie alle anderen mit der Brechstange drauf hau, ohne Witz. Dieses Jahr kommt vielleicht das neue Siedler raus. Echt, Stefan? Meinst du? Hallo Toni! Torpedo. Grüß dich. Ich hätte übrigens auch gerne den Radmacher wieder im neuen Siedler drin. Das ist ja auch irgendwie fertig und hat schon funktioniert. Wenn schon Eselskarren nur noch übrig bleiben, dann lasst uns doch wenigstens die Karren für die Esel bauen und nicht die Esel direkt fertig mit Karren aus der Tierzucht rausfahren. Das ist doch nicht gut, oder? Ich weiß auch nicht. Ja, Steffen, ich weiß ja nicht, ob du hinterm Mond lebst oder so und nicht mitgekriegt hast, was die letzten drei Tage los war in der Siedler-Community. Ich weiß ja nicht. Du hast echt nichts mitbekommen. Respekt. Ja, wir kriegen tatsächlich dieses Jahr neue Siedler. Und zwar am 17. März tatsächlich schon. Ist Release-Termin. Wir haben nächste Woche einen Beta-Test. Wir dürfen nächste Woche schon Siedler spielen, alle eigentlich. Das ist aber auch nicht das Problem. Das Problem ist, die Leute finden das, was gezeigt wurde, scheiße. Was scheitert's denn hier jetzt am Holz oder? Mein Gott, baut doch!
Steffen, du findest die neueste Siedler-News-Folge bei mir auf dem Kanal. Ne? Weißt du Bescheid? Alle Fakten zusammengefasst, kurz und kompakt. Siedler-News, Folge 28. Du findest auch, wenn du Bock hast, einen zweieinhalbstündigen Podcast von mir mit Kevin und Andorra, in dem wir das neue Siedler im Detail versuchen zu analysieren, tatsächlich. Und nicht einfach nur drauf bashen. Dafür haben wir viel Kritik heute einstecken müssen, tatsächlich. Aber ich stehe dazu, ich möchte es erst gespielt haben, bevor ich sage, ob es gut oder scheiße ist. Vorher ist das einfach nicht fair. Meine Meinung. Schau mal, der Handy postet dir sogar einen Link. Wer zockt am Donnerstag als erstes gegen mich? Das erste Match, so direkt ins kalte Wasser rein, ohne vorher mal irgendwas gemacht zu haben. Komplett nackt. Wer will? Kefrina, du? Wer traut sich? Fatal Arrow? Alles klar. Deal. 22 Uhr, Donnerstag. Steht, oder? Aber nicht vorher Tutorial-Missionen spielen oder so, ne? Das gilt nicht. Okay, Tutorials darfst du vorher spielen. Rum. Ich brauche die Steine im Turm hin. Das habe ich ja vorhin gar nicht gesehen. Hättest du wohl gerne Stelzbau. Hallo? Also bitte. Hast du das denn jetzt aufgefasst? Also mit dir hätte ich auch gerne gespielt. Wie hast du das jetzt aufgefasst? Immer diese perversen Weiber, es ist furchtbar. Ohne Witz, ey, da fällt mir nur eins dazu ein. Lauf, Schlampe! Lauf! Also gegen die Ente will ich auch spielen. Definitiv. Mit der Ente mache ich dann ein 2 gegen 2. Gegen, definitiv Kefrina. Und, Caro? Sandy? Girls Matchup. Generation von Siedler 2 findest du gut. Ich finde sie... Ich
Ich find sie tatsächlich nicht so gut. Aber ich bin großer Fan von Siedler 2, aber vom Original. Ich finde aber den Charme hat die nächste Generation einfach nicht mehr eingefangen. Diese Knüppelnasen-Siedler. Dieses Kindliche. Und dabei ist Siedler 2 im Original eigentlich bitter ernst. Oder kommt zumindest bitter ernst rüber. Mir nie gefallen. Und vor allem das Größenverhältnis, das passt nicht. Ne? Man sieht, im Original hast du so viel Platz und im Remake sind die Gebäude irgendwie so groß wie der ganze Monitor so gefühlt. Und du kannst nichts setzen. Naja, Geschmackssache. Also auf jeden Fall kein Totalschaden. Die nächste Generation definitiv nicht. Das nicht. Wie Siedler 5 zum Beispiel. Das ist ein Totalschaden. Und 6 und 7 auch. Und was sie bei Aufbruch der Kulturen gemacht haben, das sollte mir, da müsste ich mal irgendwie einen Entwickler irgendwie mal schnappen und mal interviewen. Waren die da besoffen? Waren die mit dem Spiel irgendwie echt komplett dauerbreit? Wie kann man, ey, welche Völker machen wir? Komm, lass die Bajuwaren machen und wir müssen die Völker irgendwie anders machen. Weißt du was? Da braucht die Schweinezucht Bier. Oder? Weil Bier schinken, ne? Weil, lass mal da Bier hinliefern. Also, wir haben schon in der Siedlergeschichte, wir haben schon alles gehabt, ne? Eigentlich kann es Ubisoft doch gar nicht verkacken. Wir haben schon alles gehabt. Jeden Scheiß. Die machen natürlich auch kein Brot, die Bajuwaren, die machen Brezeln. Eh klar, ne? Oh Mann. Kann man den Sound der Menüklicks abschalten? Du kannst die Sounds aus deinem Siedler 4 Ordner löschen, dann sind sie weg. Das geht tatsächlich. Ob du sie auch in den Optionen... Voice-Chat. Sag mal, hat Siedler 4 einen Voice-Chat? Funktioniert der? Das weiß ich gar nicht. Sound FX. Nee, du würdest alles... Nee, das geht nicht. Also, zu diesen Ochsen und diesem Raketenwerfer, ne? Die GameStar hat es eigentlich gut erklärt, aber ich kann es gerne auch nochmal diese Geschichte erzählen, warum das so ist mit diesen Ochsen, ne? Ihr müsst, ich habe das ja mit vorne, ist jetzt schlecht, ne, für die, die jetzt erst reingekommen sind. Ich, aber mal so viel, sie mussten das Spiel einmal verschieben und haben dann für Ubisoft neues Geld bekommen. So, und dann hieß es irgendwann, ey, wir bauen dieses Spiel nochmal um und ihr kriegt nochmal Geld. Ja? Was aber faktisch nicht mehr da war, ist jetzt zu sagen, ey, warte mal, wir machen das jetzt so wie Siedler 3 und 4, wir brauchen irgendeine Belagerungseinheit. Wir können aber jetzt nicht noch irgendwie jetzt noch nachträglich Katapulte oder so und dann ein Schießpulver und so weiter in dieses Spiel einfügen, weil das haben wir nicht. Aber wir haben noch ganz viele rumliegende Grafiken. Und wir haben auch noch diesen Ochsen rumliegen, weil eigentlich sollten es ja Ochsenkarren geben, viel besser wie Eselkarren und so, kann viel mehr transportieren und so, das war ja alles schon fertig. Und kommt dieser Ochse, der bewegt sich sogar noch in seinen fertigen Grafik-Assets so Panne. Ja, so Panne. Da sieht ja schon so aus, als würde er irgendwas schießen. Da können wir ganz viel Geld sparen. Komm, wir bauen diesen Ochsen um. Geben ihm so eine schlecht designte Mana-Knarre drauf. Und wir haben kostendeckend eine Belagerungseinheit geschaffen und müssen nicht viel rummachen. So ist es gelaufen. Genau so. Und deshalb haben wir jetzt einen Ochsen mit Raketenwerfer im neuen Siedler. Ist das traurig? Definitiv. Ja, definitiv.
So. Irgendwelche Tiere grunzen hier. Das ist der Brunstschrei von wegen, ey, bau mal einen Jäger. Nein, nichts in Siedler 5 ist besser. Hör auf. Siedler 5 ignorieren wir jetzt einfach mal. Aber die Überlegungen, die gemacht worden sind, um auf dieses neue Spiel zu kommen, sind die gleichen Überlegungen, die man damals gemacht hat, wo man sich auch Siedler 4 angeguckt hat. Was spielen die? Guck mal, die spielen das Competitive, ne? Andorra hat damals erzählt, Weltmeisterschaft 2000, was war das, 2003? Siedler 4 Weltmeisterschaft, schaut mal, wir haben ja ein neues Siedler. Viel geilerer Multiplayer. Wir nennen es Siedler 5. Es hat mit Siedler nichts zu tun, aber das wird voll geil. Und alle wohl, ich war nicht dabei, ne? Aber alle wohl... Nein. Wie, euch gefällt das nicht? Ach, wir scheißen auf euch, wir machen es trotzdem. Und das gleiche ist jetzt im Prinzip wieder passiert. Also, direkte Einheitensteuerung, so wie hier. Das ist geil. Ja, das brauchen wir auch, ne? Aber nehmt uns doch nicht unseren Siedlungsaufbau weg. Wir wollen doch siedeln. Was eine Buddler-Map, ey. Ich hab gesagt, wer spielt ganz nackt mit. Ach so, ja, das habe ich. Ja, okay. Das war voll ernst gemeint. Wie hast du das denn verstanden? Ein Milbe. Ne, Milbe, das haben sie nicht gesagt. Das kann natürlich sein, ne? Also darauf spiele ich ja. Da poche ich ja drauf, dass das wirklich nur ein Servertest ist. Also, man hat's. Die Grafik ist niemals final. Niemals, ne? Schwierig. Es kann sein, wir kriegen ein anderes Spiel in 2 Monaten. Ich kann mir eigentlich, nach der Shitshow, die abgegangen ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Spiel released werden wird. Bevor, also so wie, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie es komplett einstampfen und dann sagen, okay, ihr wollt das nicht, dann kriegt ihr gar keinen Siedler mehr. Darauf wird es hinauslaufen, glaube ich aktuell. Aber die PR, so wie sie es gemacht haben, wieder, das ist auch so desaströs schlecht.
Also nur die PR ist wirklich zum Kotzen. Ehrlich, warum gibt man das Spiel nicht Leuten wie mir zum Beispiel vorab, ne? Und nicht der GameStar. Oder irgendwelchen Leuten, die halt sich mit Siedler auskennen. Und das muss ja auch... Und das muss ja auch gar nicht für die Öffentlichkeit sein, nur dass mal hier so solche Leute halt drüber gucken und mal sagen können, pass mal auf, ist nett, was ihr macht, aber ihr macht's nicht richtig. Dass das nicht stattfindet, das ist halt auch wieder so typisch Ubisoft. Also, ich guck mal, was ist... Ich habe noch nie eine Petition gemacht in meinem Leben, ja. Ich weiß nicht, wie das geht, ob das schwierig ist oder so. Aber ich möchte eine Petition starten, dass sie bitte uns den Alpha-Build allen mal zum Zocken zur Verfügung stellen. Von mir aus nur eine Woche oder so. Lasst mal reinzocken. Ich meine, das ist alles fertig, ne? Also, sie haben ja Tester da gehabt. Sie haben ja diese Versionen, die zum Zocken da sind. Lasst die Leute doch mal das... Was damals da war, von. Lasst mal die Völkerwertig Edition zocken. Und wenn sie so überzeugt sind von ihrem neuen Siedler, dass das das Bessere ist, dann muss doch denen ihr Ziel dann sein: schaut her, das, was ihr jetzt kriegt, ist doch viel besser. Also Schnauze, irgendwie so. Aber das wird nie passieren. Also involviert war ich nie, ja? Ja, sechs, nicht alles Lügen. Das war ja mal, das ist ja keine Lüge. Aber ich finde es schön, ich finde es jetzt eigentlich toll. Ich freue mich für mich selber, dass ich diese Siedler-News gemacht habe, die ganzen Folgen. Weil man jetzt halt noch eine Dokumentation hat von dem, was mal war. Weil die Siedlerallianz und so weiter, das ist ja nicht mehr da. Ich bin ja im Prinzip der Einzige, der noch jeden Screenshot und alles noch irgendwie archiviert hat. Das ist schon irgendwie cool auch. Was machten die denn da? Ja, ich durfte das ja mal spielen, ne? Also ich war ja mal, bei der Tagebuchstudio im Januar 2020 dabei. Da durfte ich eine Woche lang das neue, alte Siedler spielen. Daher weiß ich ein bisschen was. Darf aber nicht wirklich drüber reden, weil ich einen NDA unterschreiben musste. Scheiße, ich habe kein Holz. Das ist eine gute Frage, Henny, tatsächlich. Wahrscheinlich habe ich schon wieder zu viel gesagt. Überhaupt darüber. Ja, ja, auch das. Das macht es noch extremer. Ja, könnte sein. Aber vielmehr hat die italienische Seite ein Problem, ne, die am Donnerstag die Siedler-News, also die eigentlich alles geleakt hat. Das war 6 Stunden zu früh, vor allen anderen. Wo wir im Prinzip schon alles wussten über das Spiel, bevor die GameStar kam und gesagt hat, ja, ihr wisst alles, aber ihr wisst doch nicht, dass es scheiße ist.
Sind, ja, genau. Vor allem nach Deutschland. Oh, wir haben ja 0 Uhr, Leute. Wir haben ja schon 0 Uhr. Oh, Mann. Einen Turm setze ich noch. Schönes Bauland hier. Da müssen wir hin. So, speichern. Wird wahrscheinlich wieder nichts, ne? Wieder nicht hier Hardcore gespielt, sondern wieder nur gelabert. Macht nichts auf jeden Fall. Hier machen wir dann nächste Woche... Ja, scheiße. Nee, nächste Woche machen wir nicht weiter, weil nächste Woche um die Zeit spielen wir das neue Siedler. Mensch, in der Beta, unter anderem. Also, nicht gute Nacht schreiben. Hört doch immer auf mit dem gute Nacht schreiben. Wir haben noch was vor. Wir müssen noch raiden. Ja, wir müssen noch über nächste Woche kurz quatschen. Aber wir können jetzt schon mal aus Siedler rausgehen. So. Also, folgendes. Es ist ein Community-Event ausgefallen am Donnerstag, weil ich ja die Siedler-News für Freitag machen wollte. Deswegen am Dienstag dann Community-Event World War C in der neuen Version, in der Aftermath-Version. Mit Super Burschi, mit No Shadow Franz und mit Freaky. Wir gehen ein bisschen Koop-Monster jagen. Einfach um die Birne freizukriegen. So, dann das Stream am Dienstag. Mittwoch mache ich nichts. Mittwoch arbeite ich an den Siedler-News. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder Siedler-News bringen kann. Dann über diesen HD-Patch, den ihr gerade gesehen habt. Donnerstagabend geht's dann los. Offizieller Start der Beta ist um 18 Uhr am Donnerstag. Ich kann das vielleicht mal eben euch... Ich weiß ja nicht, wie gut ihr euch informiert. Ne? Ich weiß ja nicht, aber mal. Hier die Siedler. Moment mal, hier. So, guck mal hier. Close Beta, Europa, Nahe Osten. Start 20.01. 14 Uhr MEZ. Und den 24., also den Montag, den könnt ihr eigentlich vergessen, weil das geht nur bis 10 Uhr mittags oder morgens. Also im Prinzip effektiv spielen wir Donnerstag bis Sonntagabend, Sonntagnacht, und dann ist es vorbei. Noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, das zeige ich euch auch noch eben, die siedler.de. Die schreiben nämlich schon, falls ihr für den Beta-Test nicht ausgewählt werden, nicht verzagen, wo war das? Hier. Klickt einfach hier, um euch für die Close Beta oder zukünftige Tests zu registrieren, und folgt den Anweisungen. Also, sie schreiben schon, hey, passt auf, das ist der erste Test. Wir werden noch mehrere raushauen müssen. Ja, weil das Spiel noch nicht gut ist. Wenn ihr euch jetzt registriert habt, seid ihr vielleicht nicht dabei nächste Woche, aber dann vielleicht beim nächsten Mal dabei und so weiter. Es wird auch irgendwann... Das ist alles so klassisch Ubisoft, was hier gerade passiert. Deswegen weiß ich, es wird auch irgendwann eine Open Beta geben, wo ihr ohne Registrierung direkt zocken könnt. Das ist dann ganz vor Release, ganz knapp vorher. Wenn nicht ein Delay kommt, ja, wenn nicht das Spiel nochmal verschoben wird, wer weiß. Und auf das Volk habe ich schon überhaupt keinen Bock. Wer will denn freiwillig mit denen spielen? Egal. So, wir raiden. Noch jemand, irgendjemand. Vielleicht spielt da jemand Siedler. So, lasst Grüße da. Dienstag geht's weiter, wie gesagt. Wenn es irgendwas Bahnbrechendes Neues zu den Siedlern gibt, erfahrt ihr sowieso alles auf der Zocker-Lounge. In diesem Sinne, gute Nacht.